Heute zeige ich euch einen Ernährungstipp für Katzen, vorgeführt von meiner Katze. Hier kommt sie rein und da sieht sie schon, was sie gleich für eine frische Vitaminbombe erhält, die ihr wahnsinnig gut schmeckt. Ja, ihr werdet sicherlich nicht erraten, wonach sie da so aus dem Häuschen ist, deswegen zeige ich es euch hier. Es ist ein Kohlrabi-Blatt, die esse ich selber gerne. Und viele haben sich ja schon gefragt in einem meiner Videos, kann man Kohlrabi-Blätter denn essen? Und ja, gebt einfach mal ein, Kohlrabi-Blätter essen bei Google. Da werdet ihr mit Seiten bombardiert, die einem erklären, was für tolle Inhaltsstoffe in den Kohlrabi-Blättern sind. Hohe Vitamingehalt, besonders Vitamin C, sehr viel mehr als in Äpfel oder Orangen, ja. Mineralstoffe, Spurenelemente. Für die Katze sind das wichtige Pflanzenfasern, ja, Chlorophyll und auch die für Katzen sehr wichtige Folsäure ist in Kohlrabi-Blättern in einem ziemlich hohen Anteil enthalten. Und ihr seht, es schmeckt ihr. Jetzt wird sicherlich die Frage aufkommen, ist das für Katzen nicht giftig? Natürlich nicht. Ich würde es ihr sonst nicht geben, wenn ich mich nicht doppelt und dreifach informiert hätte. Kohlrabi-Blätter sind absolut in Ordnung. Die zweite Frage, die sicherlich kommt, bläht das nicht? Es ist ja ein Kohlrabi-Blatt und da muss ich sagen, nein, denn die im Kohlrabi sowieso nicht so stark vertretenen Stoffe wie in anderen Kohlsorten, wie in Weißkohl zum Beispiel, die blähend sind, die befinden sich explizit nur in der Knolle, nicht in den Kohlrabi-Blättern. Also auch von dieser Warte kein Problem. Und das ist eine tolle Alternative zu Katzengras, wenn man das mal nicht bekommt. Das gibt es ja nicht immer, wenn das mit dem Selbstheranziehen von Katzengras auch nicht so klappt. Und wenn man eben eine Indoor-Katze hat, die auch gerne mal was Frisches zu sich nimmt. Na? Und da seht ihr, was passiert, wenn ich meinen Einkauf nicht schnell genug verräume und mal kurz weg bin und Kohlrabi eingekauft habe. Da macht sie sich sofort und gerne drüber her. Ja, und so bewahre ich die Blätter auf, ja, nicht im Kühlschrank, da würden sie schnell trocken, welk werden und eingehen. Ich habe sie in einem Latte Macchiato Glas auf dem Balkon stehen, ein bisschen Wasser, ab und zu mal anschneiden wie eine Schnittblume, die halten sich ewig und drei Tage, also ich glaube 2-3 Wochen und das sogar im Winter bei Frost, da war das Wasser mehrfach eingefroren und wieder aufgetaut, da denkt man ja dann, beim Wiederauftauen würde der Stängel matschig werden, das Blatt geht sofort ein, wird braun, nichts da, also die sind extrem widerstandsfähig. Übrigens, manche Katzen mögen auch Löwenzahnblätter oder Blattpetersilie, als kleiner Tipp. So, und wenn euch dieser Tipp und dieses Video gefallen hat, dann freut sich meine Katze über ihr erstes High-Five-Abo von euch. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr möchtet, bis zum nächsten Katzenvideo.